Wir gehen rein. Florian, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Du bist quasi hier, ja, wie soll man sagen, das Versuchskaninchen. Die erste La Liga Box. Ein Autogramm ist drin. Dann sind noch weitere 5 Silber und 15 Mosaik mit am Start. Also, Elfisto, ich wünsche dir viel Erfolg. Und mal schauen, was du ziehst. Ich schicke dir die Box mit, oder willst du die nicht haben? Zehn Packs pro Pack. Ihr seht es ja, habt ihr auch von vorne schon gesehen. 15 Karten pro Pack. Die Box nehme ich gerne. Kriegen wir hin. Ich schreibe aber da noch unten deinen Namen klein drauf. Dass du quasi, oder dass halt nichts schief geht hier. Florian. Dun, 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 dun. Zack. So. Da sind sie. Da sind sie. Wette läuft. Auto numbered. Oder willst du es direkt wissen mit der ersten Box hier? Bei Mosaik so einen schönen Spotbreak oder so. Da hat mich Yannick hat mir vorm Stream auch gefragt. Hat mich gefragt. Perfekt. Gutes Deutsch. Hat mich gefragt, ob ich Random Teams mache bei La Liga. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen mit 2-3 Boxen, ja. Aber ich finde es halt, im Prinzip ist ja Barcelona und Real Madrid. Und dann hört es ja fast schon auf, würde ich behaupten. Wir werden es aber jetzt sehen, was alles drin ist. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und Elfisto, danke nochmal. Und wir gehen rein ins erste Pack. So. Da sind sie. Also. Erster Eindruck, Design natürlich schön, ist klar. Ich gucke mir die Kartenqualität mal an, die Dicke und so. Ja, würde ich genauso sagen wie Prism. Luka Modric, erste Karte. Dann, ja, geht natürlich gut los. Zweimal hier, einmal Frankie, einmal Luka Modric. Also Barcelona, Real Madrid, das meine ich. Dann war Bilbaos Alex Berenguer. Die erste Wookie. Wahrscheinlich wieder. Also Panini könnte ich mir vorstellen. Tausende Wookies. Von auch Bilbao. Komm, Wookies liebe ich jetzt einfach mal. Aber wahrscheinlich kommen so viele. Malsa von Levante. Oma alte Rete. ist noch ausgeliehen von Hertha. Härte an Valencia, aber ich glaube, Valencia zeigt Interesse, dass sie den kaufen wollen. Das lief ich dir auch. Dennis Suarez. Merino. Melero. En-Nesyri von Sevilla. Und da kommt die erste. Was geht denn jetzt hier ab? Das ist die erste Prism. Und dann kommt Vinicius Junior in Blau. Was war da halt? Hallo, hallo. Und Vinicius ist zu 99. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, geht schlechter, oder? Florian, erstes Pack, Vinicius in Blau. Nimmt man definitiv mit. Zack. Dann haben wir hier eine Insert, das ist Pitchmaster von Duarte. Und dann noch Benzema, Man of Mastery. Finde ich auch cool. Also diese vier Hits, also Hits in Anführungsstrichen, aber diese vier Insatz hinten. Schon cool. Joselu ist das hier noch. Komm, weil Benzema ist einfach, ne? Benzema, der wird dieses Jahr den Henkelpot in die Luft halten. Den packe ich dir in den Toploader. Komm. Zack. Valencia zieht die Kaufoption nicht, ist verstrichen. Ich habe irgendwas gelesen mit Alderete, den Esel. Ich will den nicht wieder zurückhaben. Der hatte nicht ein gutes Spiel in Berlin. Ich will ihn nicht zurückhaben.
So, zweites Pack. Die Karten sind super schön, ja. Und da kommt, glaube ich, die nächste blaue. Martinez, Valverde, Mascarell, kennt man auch aus der Bundesliga. Dann Juma, Janko, Entecker, Johnson, Lopez, Soro, Lobete sind wieder. Guck mal, es sind wieder vier Rookies hier im Pack schon. Und jetzt geht's hier wieder los mit den Insats. Da haben wir einmal Alexander Isak, Pedraza, dann Man of Mastery und es ist noch ein Montage als Rookie wieder. Das ist Adrian Embarra von RCD Espanyol. Da weiß man gar nicht, was man hier alles liegen soll, ne? Aber ist ja immer so bei neuen Produkten. Ich pack dir einfach alles hier rein, komm. Da spare ich mir jetzt ein paar Personalkosten, wenn ich jetzt hier ein paar mehr sleeve. Also gar nicht wahr, ich habe mehr Personalkosten, wenn ich jetzt hier mehr sleeve, so rum war es gemeint. Zack, rein da. Aber mache ich gerne. Lieber ein bisschen mehr sleeven als zu wenig, ne? Elfisto. So. Machen wir weiter mit Felix. Natürlich, der ist von Atletico, aber seht ihr das? Der hat einen richtigen Striefen, einen Streifen. Ein Moped ist drauf, da ist ein Moped drüber gefahren. Aber es lief ich dir, ist Felix. Alena, Vencedor als Rookie, Jasper Cillessen, Manu Garcia, Zubimendi, Bardi, Montiel. Und da hinten wieder alles am Glänzen und alles am Zidane, Rookie, dann Juma. Jose Ludi könnte wahrscheinlich... Ne, die ist einfach nur in Rot. Dann haben wir Pitchmaster und nochmal Pitchmaster. Das ist die normale Pitchmaster oder das ist Prism Pitchmaster? Das ist Canales, das ist Sola, Jose Lu und Danjuma. Es hat mit dem ersten Pack direkt richtig gut angefangen hier. Richtig dicken Stream hat er, ja, so, genau so. Einen richtig dicken Stream. Der Bitchmaster. So kann man es auch sagen, ja. Also Kartendesign haut mich ehrlicherweise so ein bisschen um. Aber wenn man dann noch die passenden Spieler zieht, wie Inia, dann natürlich sehr geil. Aber ich sehe jetzt schon wieder, nach dem vierten Pack fällt der Turm. Weil alle schon wieder so ein bisschen in diesem... Ja, in diesem Chrome Prism Look ein bisschen gebogen sind, sage ich mal. Moin, Mo Christy. Oh, wat ein Witz hier. Wat ein Witz. Das hat ja Potenzial für VIP. Tsubasa. Egal was du kannst, Sergio kann alles. Überragend. Das hätte eigentlich ein Witz sein können von Hals-Maul. Das ist so, das ist das richtige Hals-Maul-Niveau. So, es sind wieder, guck mal hier, Mosaik, typisch, genauso wie Prism, genauso wie Mosaik Euro. Man hat mehr gesleefte Karten als nicht gesleefte Karten. So, machen wir weiter. Mit Balde, Muniain, Maximovic, Benzema, Nico, sehr nice, Bono, Pepe Lu, Gaia, Beltran, Mendes. Ich wollte schon sagen, ist das eine umgedrehte dahinter noch? Es ist die erste Sergio Herrera. Es ist die blaue, das ist jetzt aber wahrscheinlich dann zu 99, ne? Ja. Die nächste 99er. Dann haben wir noch einmal den Clerk. Das ist wieder Prism Montage und die Pitchmaster, aka Bitchmaster von Jeremy Pino. Und Plaxter haut an Tsubasa einen Subgift raus für den Kommentar. Sehr geil. Die.
So, Nico packe ich die auch mal in den Toploader. Den normalen Benzema nicht. Du hast ja hier schon den Man of Mystery. Kommen auch Follower Special auf Twitch. Was meinst du? Follower Special? Was genau meinen Sie, lieber Matzi? Ich wollte schon sagen, ist das da hinten eine umgedrehte? Chukwueze, Majoral, Jiménez, Iglesias, Baia, Soler, Comesana, Ledesma, Gil, Arias, Navarro, Mascarell, Kangin Lee, Estupiñán und Jordi Alba. Das heißt, Autogramm ist auf der rechten Seite. Merkt euch das. Theorie. Wenn links keiner Autogramm ist. Ne, okay, Spaß beiseite. Achso, das meinst du. Bei 10.000 Followern ein 6-Stunden-Stream, ja. Schalt einfach Sonntag ein, da streamen wir immer 6 Stunden. Ja, aber keine Ahnung. Kann man vielleicht machen. Habe ich jetzt aber nichts geplant, Matzi. So, machen wir weiter mit der rechten Seite. Da haben wir den Beißer. Suarez. Ich muss immer darauf achten, ob da hinten eine umgedrehte Karte ist. Ich will am liebsten wäre, wenn ich das Autogramm ganz hinten habe. Im letzten Pack quasi. Arribas. Gavi, da ist er. Sehr, sehr geil. De Thomas. Colado. Haribo Colado. Der ist auf der Haribo-Packung in Spanien drauf. Haribo Colado. So, dann haben wir Mendes. Arzamendia. Di Mata. Valiant. Dann haben wir Felix. Alter, wie viele hier? Kondogbia und Ramirez. Kein Autogramm. So kann man es auch sehen, Bitorn. So kann man es auch sehen. So, die Silver Prism hier packe ich dir von Felix auch in den Toploader. Gavi in Farbe hier drinnen ist Endlevel. Ja. Würde ich so unterschreiben. Hat Gavi ein Auto. Alter, Tilo, das ist der erste Witz, der mal witzig ist von dir. Oh, herrlich. Ja, finde ich gut. Ah, zu gut. Zu gut. Herrlich. Ja, Legenden gibt es hier so viele geile. Aber die zu ziehen sind halt. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir heute eine zu ziehen. Inaki Williams, Nino, Lemar, Ansu Fati, Rulli, Maximiano, Carlos, Marti, Paulista, Malo. Der sieht auf den ersten Blick aus wie Neuer, ne? Sag ehrlich. Und da kommt wieder, entweder ist es nur in Rot oder es nummeriert sogar. Ne, ich glaube es ist einfach nur. Die ist aber geil. Die normale Pitchmaster von Pedri. Pitchmaster Pedri in Prism wäre noch cool. Fontan. Da ist er. Jetzt liegen sie beide auf dem Tisch. Der Fahrer von Gavi, da ist er, Pedri. Hier sind sie beide. Wir haben noch 3 Packs, das Autogramm kam noch nicht. 3 Packs, das Autogramm kam noch nicht.
Muss noch kommen. Muss noch kommen. Schauen wir mal. Ja, da geht mein Puls immer selber ein bisschen hoch, weil es gibt ja Errorboxen, wo kein Autogramm drin ist, aber ist halt scheiße. Da gucke ich nur Tilo schief an. Sobrino, Puado. Und dann geht's weiter mit Valverde. Dann Serginho Dest. Suarez und Ilustondo. Ist es nicht? Warte mal. Da steht on average drauf, hast du recht. Aber theoretisch. Ja, wir werden einfach sehen. Wir werden es einfach sehen. Nach dem Auto schnell duschen. Warst du wieder beim Training oder was? Bei deinem Handballtraining? So, zwei noch. Nee, heute ausgefallen, weil die Halle sauber gemacht. Geil! Alter! GG! Feier ich megamäßig! Dani Alves Autogramm! Den hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm! Wie geil ist das denn bitte schön? Und wie schön diese Karte aussieht! Sag mal ganz ehrlich! Wie schön sieht diese Karte aus? Und wie schön ist das Autogramm bitte schön? Mit diesem Smiley da drinne! Geiler Typ! Geiler Spieler! Geil!
Wenn, dann würde ich vielleicht so. Maximal würde ich Random Teams machen. Weil Pick Your Team, wer möchten da. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand Celta Vigo oder Alaves oder keine Ahnung so kauft. Pick, Random Teams hast du halt noch die Möglichkeit. Jeder Spot kostet gleich viel. Und dann, hast du halt. Kannst du Glück haben und kannst halt für einen etwas günstigeren Preis Real Madrid Barcelona bekommen.